Hallo Freunde des Holzwerkens, in dem vergangenen Video habe ich euch gezeigt, wie ich hier diese Vorrichtung gebaut habe. Einige haben aber kommentiert und haben gesagt, hey, die Vorrichtung macht so doch gar keinen Sinn. Da werde ich in dem Video einmal kurz drauf eingehen. Ich werde euch die Vorteile zeigen, aber als erstes gehen wir mal so ein bisschen auf die Kommentare ein. Philipp, mach dir nochmals Gedanken darüber, ob das Teil wirklich notwendig ist. Das Teil wirst du in keiner Schreinerei finden. Das kann gut sein. Tolle Sache, aber verstehen der Sinn der Vorrichtung nicht. Mach doch das Gleiche, als würdest du die Platte, die dahin soll, anzwingen und, hier ist was im Bild, ich sehe das nicht, anzwingst und senkrecht fräst. Oder bin ich zu doof? Nee, im Prinzip macht die Vorrichtung genau das Gleiche, aber ich zeige euch einen kleinen Unterschied. Was ist noch gekommen? Warum nimmst du nicht einfach die Mittelseite, zwei Klemmsieher und fertig? Also genauso wie ihr es alle geschrieben habe, habe ich es in der Vergangenheit auch gemacht. Ich habe da mal was Neues ausprobiert und ich muss sagen, die Vorrichtung finde ich super, super geil, weil die hat ein paar Vorteile. Schauen wir uns aber erstmal die Vergangenheit an, wie es bis dato war. Nehmen wir uns einmal eine Platte, die kommt dahin und die kommt hierhin. Wir haben hier links einmal eine Platte, das ist die linke Seitenwand und dann haben wir hier eine Platte und der Abstand bis zur rechten Kante sind 375 mm, markieren wir uns einmal. Also 37,5. Das hier ist unsere erste Anschlagseite und das hier ist die zweite bei 94,4 cm. 94,4 cm. Normalerweise würde es jetzt wie folgt ablaufen. Das hier ist meine linke Seitenwand. Nehme einfach mal an, dass die linke Seitenwand jetzt die zweite Wand. Das ist genau das gleiche Stück. Das könnten wir also hier hinlegen. Wir spannen es einmal fest und können dann im Prinzip bei der Platte und bei der Platte direkt unsere Fräsung vornehmen. Hier funktioniert das auch wunderbar. Das habe ich mit dem Video nicht vermitteln wollen, dass das andere gar nicht gut ist. Das funktioniert hier. Jetzt aber direkt ein Beispiel. Das ist witzigerweise eigentlich der erste Korpus, der nach oben nicht so hoch ist. Wenn ihr zum Beispiel eine Küche verleimt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass hier links eine Besteckschublade ist. Und wenn ihr zum Beispiel die senkrechte nimmt, dann ist so eine Küche, sagen wir mal, um die 90 cm lang. Und stellvertretend dazu nehmen wir uns jetzt auch direkt mal hier dieses Brett. Da sollen hier unten senkrecht unsere Fräsungen drankommen und dann seht ihr direkt schon, was das erste Problem ist. Wir müssten hinten was unterlegen oder wir müssten mit Kraft das Ganze hier runterdrücken, damit die Platte halt eben aufliegt. Was fällt jetzt direkt ein? Natürlich könnten wir hier eine Platte unterlegen, nur tatsächlich mag ich das nicht so. Die Werkbank hier, die bekommt richtig auf die Ohren. Manchmal sind da minimale Ungenauigkeiten drauf, weil da irgendwie noch ein Tropfen Leim ist. Und dann ist das direkt nicht so gescheit. Ihr seht, dass ich hier direkt auch schon so ein bisschen Spiel habe. Und über diesen Weg will ich nicht gehen. Das heißt, was könnte man noch machen? Hier auf der linken Seite ist nicht genug Platz. Rechts haben wir genug Platz. Also könnten wir ja unsere Platte nehmen. Und wir drehen so nach rechts. Und dann haben wir genügend Auflagefläche. Da müsste ich aber bei der Planung wirklich solche marginalen Kleinigkeiten schon mit einrechnen. Und wie ich es dann eigentlich stattdessen immer gemacht habe, ich habe mir wieder diese Platte hier genommen, habe sie wieder weggelegt. Danach habe ich mir dann, um die Stellen hier auf der Platte zu fräsen, ein etwas kürzeres Stück genommen und habe das Ganze fräsen können. Ah, dann brauche ich noch zwei Schraubzwingen. Dann fange ich hier an, einmal festzuspannen. Ich fange hier an, einmal festzuspannen. Ich fräse das Ganze. Klar, ich kann dann hier das senkrechte Teil direkt mitfräsen. Aber wenn ich das fertig gemacht habe, muss ich wieder alles wegspannen. Und wenn man einen großen Korpus verleimt, wo auch so ein paar Tücken drin sind, dann sieht es meistens nicht so aus, wie es jetzt hier aussieht. Wir haben keine zwei Platten, wir haben dann locker eins, oben die waagerechte, zwei. In dem Fall sind es vier senkrechten und dann trollen überall die Teile rum. Und ich wollte das einfach so vereinfachen, dass wir mit einer Vorrichtung ganz stumpf alles durchfräsen können. Denn wie sieht es jetzt mit meiner Vorrichtung aus? Zuallererst kommen mal die Schraubzwingen weg. Die brauchen wir hier nicht. Wir fräsen jetzt die Bodenplatte komplett fertig. Als erstes muss ich hier meine Vorrichtung einmal einstellen. Da schiebe ich das Ganze hier rüber. Wir haben hier einmal diesen Knickhebel. Den machen wir mal ganz nach oben. Die Vorrichtung muss nämlich noch ein bisschen breiter eingestellt werden. Einmal hier da hinten dagegen und dann einmal hier vorne einfach bündig. Dann festziehen. Das richte ich jetzt einfach an meinen beiden Bleistiftstrichen aus. Danach gehen wir weiter zur nächsten Kante und können hier auch direkt fräsen. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch gerade noch, wie ich hier die Enden fräse. Da richte ich das Ganze einfach mit meinen zwei Fingern an der Kante der MDF-Platte aus.
Es wird ja meistens verwirrend, wenn wir das senkrechte Teil direkt mitfräsen, wenn wir es dann irgendwie rumdrehen, wenn wir es dann falsch ablegen oder eine Markierung nicht richtig setzen, dann ist das immer blöd. Wenn wir aber später die senkrechten direkt hintereinander fräsen, können wir sie einfach drehen und können die komplett fertig fräsen. Wir müssen natürlich noch erst oben die Platte fertig fräsen, deswegen schiebe ich einmal dieses Teil nach vorne, der besseren Übersicht halber, und nehme jetzt einmal, ja, den Deckel. Samuel, das Maßband ist doch auch scheiße. Ich werde euch jetzt einmal im Schnelldurchlauf zeigen, wie das Ganze von eurer Perspektive aus aussieht. Deswegen markiere ich mir jetzt noch einmal alle Fräsungen. 4. Ihr habt jetzt gesehen, wie einfach das funktioniert hat. Was mir hier wichtig ist, ist, dass ich halt eben nicht viel Schraubzwingen, hier festspannen, lösen, lösen, festspannen, festspannen, fand ich nie so cool. Deswegen finde ich hier diese Lösung viel, viel einfacher. Ich zeige euch jetzt auch gerade noch, was hier cool ist. Jetzt werden nämlich noch einmal die senkrechten Fräsen. Und da können wir nämlich einfach, ja, sehr, sehr einfach voranschreiten. Das hier sind meine 4 senkrechten. Einmal jetzt kurz überlegen. Genau, so rum. Den ersten Boden kontrolliere ich immer ganz gerne, um zu prüfen, ob das schon mal passt. Und das passt jetzt schon wunderbar. Jetzt haben wir den zweiten Boden. Da habe ich mir hier eine Markierung gesetzt, in welche oder auf welcher Seite die Vorrichtung gelegen hat. Da wird es jetzt noch ein bisschen einfacher. Da nehme ich das Ganze so, wie als wenn ich damit auch hier auf dieser Platte die Fräsung vorgenommen hätte. Da hätte ich natürlich das Holzstück so hier aufgespannt. Und deswegen weiß ich auch, dass ich es so jetzt hier auf die Platte legen muss, einmal zum Fräsen. In meiner Planung bin ich ja so vorgegangen, dass mein Anschlag, also meine Bemaßung, immer auf die rechte Seite des Brettes ging und nicht einmal auf die linke Seite, einmal auf die rechte Seite, immer gleich, sodass man beim Bau nicht so viel denken muss. Das bedeutet, in dem Fall ist es genau das Gleiche wie bei diesem Teil hier. Also können wir jetzt auch genau das Gleiche wie bei diesem Teil auch tun. Das Ganze passt jetzt schon mal. Weil ich jetzt ein bisschen Platz brauche, um zu arbeiten, nehme ich mir diese Platte, schiebe die ein bisschen rüber, damit ich die letzte Fräsung machen kann. Das testen wir natürlich auch direkt einmal. Natürlich prüfen wir jetzt auch noch einmal das Oberteil, deswegen werden wir hier auch ein paar Flachdübel einsetzen. Anhand von diesem Beispiel wollte ich euch heute einmal zeigen, was ich mir halt eben bei dieser Vorrichtung gedacht habe und warum ich es halt eben so praktisch finde beim Arbeiten. Man hat das eine zu bearbeitende Bauteil auf der Werkbank, die Flachdübelfräse und die Vorrichtung und kann alle Fräsungen setzen, kann dann zum nächsten Bauteil und so weiter und so fort. Das geht dann mit ganz, ganz viel Einfachkeit und halt eben, ja, einem organisierten Arbeitsablauf. Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob die Vorrichtung immer noch so blöd ist. Ciao.